Machen wir es eben so. Umberto Alberti. Ja, wie wir dem den Brief gebracht haben und die Sachen haben wir doch schon Rodrigo Borgia gesehen. Die Sau. Entschuldigung. Da lasse ich gerade meinen Gedanken beim Gefühlen freilaufen. Die vier philosophischen Kodexseiten sammeln. Okay, geht klar. Vier Stück hier drinnen. Also hier in Monteregioni, in der Nähe der Villa. Interessante Standorte, muss ich schon sagen. So leicht zu finden auch. So, wo sind denn die nächsten? Ich guck mal lieber gleich auf die Karte. Oh, einmal da hinten, das ist ja blöd. Dann nehmen wir den hier. Dann nehmen wir den und dann reiten wir mal wieder hinten hin. Das sollte ja auch gehen. Das wird noch eine lustige Sache mit den ganzen Codex-Seiten, ich sag's euch. So, hopp, einmal runter. Genau. Und gleich hier einmal runter. Und die nächste, bitte. Ja, die Codex-Seiten, davon werden wir auf jeden Fall alle sammeln. So viel ist klar. Müssen wir auch, soweit ich weiß. Soweit ich mich erinnere, müssen wir auch alle sammeln. Will ich auch. Das ist schon wichtig, wenn man das auch will. Ist da oben eine Feder drauf? Ich glaube, ich sollte mich auch Nee, das ist keine Feder. Was ist denn das? Doch, ist eine Feder. Jo. Lass mich mal gerade was nachgucken hier. Okay. Ich werde euch gleich noch sagen, was es damit auf sich hatte, was ich hier gerade probiert habe. Es kommt noch, keine Sorge. Das werdet ihr schon noch erfahren. So, einmal runter bitte. Danke sehr. Und weiter. Auf zum dritten. Jo, Checkpoint erreicht. Sehr schön. Es ist ganz schön gefährlich, Ezio, ja? Alleine. Ach, genau. Da haben wir sie. Das habe ich gesucht. Diese Figuren, die wir hier jetzt gerade sehen. Ja. Die müssen wir sammeln. Ich werde euch auch nachher noch zeigen, wofür. Diana, Statuette gefunden. Die sind hier in ganz Montrigioni verteilt. Und die werden wir auf jeden Fall noch alle finden. Glaubt mir. Das ist auch ein Verlangen von mir, dass wir die alle finden. So. Aber bevor ich hier da in diese Richtung abschweife, suchen wir doch erstmal noch die Codex-Seiten. Die wir dann erst noch übersetzen lassen müssen von Leonardo. So. Reiten wir jetzt mal eine Runde. Ich hoffe gerade, es war die richtige Richtung. Ich glaube schon. Zur Not reiten wir halt mal ein bisschen mehr. Ist ja auch nicht das Problem, sind ja schnell unterwegs. Hinten war es, glaube ich, ne? Jo. Jo, genau richtig. So, dann einmal abspringen. Warum ist bitte hier eine? So eine wichtige Codex-Seite. Na egal. So, philosophische Kodexseiten. Wenn Sie vier philosophische Kodexseiten entschlüsseln, ja, dann bekommen wir mehr Leben. Eine Planänderung. Und es geht wieder zurück. Claudia, einen Besuch abstatten. Auf zur Schwester. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 3 beendet. Oh. Schon Sequenz 3 beendet. Wahnsinn. Wir kommen doch recht gut voran jetzt. Aber ich werde euch sagen, es wird nicht so storylastig bleiben jetzt. Die ersten beiden Aufnahmen sind jetzt halt noch mit sehr viel Story, aber da kann man eben auch noch nicht so viel erkunden. Aber das kommt noch, das sage ich euch. So. Rüsten wir mal gerade unsere versteckte Klinge aus. Und auf geht's zu unserer Schwester. Obwohl, bevor wir zu unserer Schwester gehen, sage ich gleich mal, warum ich denn diese Statuen haben will. Denn hier hinten, ganz genau. Da, ja, hier gibt es so Säulen. Genau, Säulen, ja, das passt.
So, wir gucken uns das mal an. Mars und Venus, der Gott des Zorns und der Stärke, genießt die strahlende Schönheit einer seiner Geliebten. Sie zähmt seinen Zorn mit ihren sanften Berührungen. So, hier überall sind die griechischen Götter aufgezeigt. Beziehungsweise die Statuen sind versteckt. So, zum Beispiel hier können wir einen dazu hinfügen. Genau, jetzt können wir es uns angucken. Diane und Apollo. Einer schläft, wenn der andere wacht, ohne sich je zu berühren. Behüten uns doch beide gemeinsam. Tja, Apollo wohl Nacht, Diana Tag? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit der griechischen Mythologie nicht aus. Ich kann mich aber gerne mal informieren. Das soll nicht das Problem sein. So, wen haben wir denn hier? Jupiter und Minerva. Hier sitzt der König des Olymp und neben ihm steht die Weisheit, um seine Herrschaft zu lenken. Minerva, die Weisheit. Merken, wichtig. Und jetzt was haben wir noch hier? Neptun und Pluto. Hier ruhen zwei Brüder. Einer ruht in der Tiefe, der andere am Ende der Zeit. Okay, interessant. So, und die sind hier nämlich überall verteilt. Und ja, sind ein paar sind gut zu finden in der Reihe. Aber es ist trotzdem. Es ist eine gewisse Schwierigkeit, die alle zu finden. Da können wir ja gerade mal gucken, ob wir einen entdecken. Ist unten gerade einer? Nee. Oh, das ist eine Kiste, cool. Die nehmen wir doch gerne mit. Dann suchen wir jetzt nämlich erstmal ein paar Statuen, nachdem ich mich neu hingesetzt habe. Da bin ich jetzt gerade außerdem ans Mikrofon gekommen, das tut mir leid. So, neu positioniert. Controller und das Mikrofon her, so. Jetzt muss ich überlegen. Wo haben wir gerade... Da sehe ich doch eine Statue, sehr gut. Habe ich gerade noch so im Augenwinkel gesehen. Oh, was war das denn? Ezio, was war das denn? Nicht schlecht. So. Apollo. So. Es kann auch sein, dass einige der Statuen noch nicht da sind, weil wir erst noch ein bisschen... Ach nee, warte, das darf ich ja noch gar nicht sagen. Ha! Ha! Ich will wieder Sachen vorwegnehmen, das ist böse. Das will ich doch gar nicht. Ich will doch nicht spoilern. Spoilern ist böse. Da ist noch einer. So, wen haben wir denn hier hinten noch? Sind das erstmal die ersten, die wir jetzt so haben. Und den Rest werden wir dann natürlich auch noch suchen. Und finden natürlich. Venus-Statue gefunden. Venus. So. Gut. Dann fügen wir die noch gerade hinzu, die wir hinzufügen können. Und dann geht's zu Claudia. So. Hier können wir leider keinen hinzufügen. Schade, schade. Hier ein? Nein, können wir auch nicht. Wow, dann kriegen wir. Müssten wir theoretisch einen voll kriegen. Oder? Können wir hier? Ja! Sehr schön. Und jetzt, passt auf. Tada! Und für uns gibt's Geld. Deswegen würde ich doch einfach gerne erkunden. Und finden am liebsten halt. So, hier können wir noch einen hinzusetzen. Die Venus. Sehr schön. Also dann. Weiter geht es. In die Villa Auditore. Was gibt's denn, Claudia? Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst.
Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Oh, Sklaverei, Sklaverei. So, Montrigioni. Überblick. Montrigionis Wert. Geschäfte. Genau, wir schauen jetzt mal durch. Geschäfte haben wir. Kunsthändler. Oh, Entschuldigung. Dann haben wir noch Bank, Schmied, Arzt und Schneider. Ja, alle Geschäfte sind geöffnet. Das müssen wir noch machen. Es gibt immer so Bonussachen dafür, für das Ganze. Renovierung. Bordell, Minen, Kirche, Militärkaserne, Diebesgilde und Brunnen. Ja, auch hier, wenn alles renoviert ist, kriegen wir da auch was. Kodexseiten, Federn, Modelle, Siegel, Gemälde, Porträts von Ezios Zielen. Oh, 2 von Fragezeichen, auch nicht schlecht. Gut, das gibt auch alles werte Sachen, wie man sieht. Ausrüstung auch, das ist wirklich sehr interessant, dass auch diese ganzen Sachen das bringen. Altair ist Rüstung. Okay, das müssten wir gleich erst noch sehen. Truhe, nichts drin. Könntest du leider nichts nehmen. Schade, schade. Aber gut. Claudia darf arbeiten und was dürfen wir jetzt machen? Interagieren dürfen wir. Buongiorno. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, ja. Das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Wollen wir uns das einmal ansehen? Na klar, was haben wir denn als so da? Kunsthändler, Bank. Ah, die Renovierung der Bank steigert den Wert der Stadt enorm. Cool. Verkauft Kunstwerke, die steigert den Wert der Stadt. Enorm ist schon besser. Schneider, Wert der Stadt. So, dies steigert den Wert der Stadt alles. So. Steigert den Wert der Diebesgilde, genau. So. Und ich werde, ich fange einfach mal an mit den ganzen Sachen, dass ich die erstmal eröffnet kriege. Genau, Kunsthändler ist da. Bank wird jetzt gemacht, auf Stufe 1 natürlich auch. Kein Problem. Schneider können wir öffnen? Können wir öffnen, sehr schön. Jetzt haben wir nämlich schon mal alle eröffnet und das ist schon mal positiv. So, jetzt könnten wir noch machen das Bordell oder die Militärkaserne oder die Diebesgilde. Ich muss sagen, wir fangen einfach von oben an, ja, das auch wohl, können wir gar nicht. Ha, ha. 2,5. Okay, wir können gar nichts mehr machen. Schade. Buon viaggio. Ja, genau. Tschö. Mit Hilfe des Architekten können die Gebäude in Montregioni renoviert werden. Dadurch steigen die Einnahmen der Villa. So. Plus 7.750. Sehr schön. So, mit Mario in seinem Büro sprechen. Ja, ja. Kommen wir gleich zu. Keine Sorge. Aber zuerst bringe ich noch mal ein paar Federn weg, dann das bringt ja auch einen minimalen Wert rein. Aber es ist immerhin was. Plus 10. Boah.